Hallo, liebe Freunde. Ja, ich mache jetzt hier an der Stelle weiter, wo ich bei der Gerichtsverhandlung war und die Gerichtsverhandlung als Zeuge meine Aussagen gemacht habe. Und danach habe ich einen Livestream gemacht. Das war am 12. Mai. Und das ist auch absolviert worden. Ich hatte sogar einen Ehrengast dabei gehabt, und zwar Alan Dufont vom Odyssey Mod Team, der eifrig mitgechattet hat. Nochmal danke an dieser Stelle. Unter erfüllte Mission, die Würfelspieler. War richtig lustig, hat auch Spaß gemacht, mein erster Stream übrigens. Der wird dann hier nach dieser Folge, die ihr dann gesehen habt, zu sehen sein. Nein, Quatsch. Ja doch, also ist diese Folge sozusagen die Fortsetzung nach der Gerichtsverhandlung und das Kartenspiel, das Würfelspiel, Kartenspiel nicht, ich selber spiele gerne Karten, denn die Würfelspieler könnt ihr ja noch am Freitag gucken, während das ja die Samstagsausgabe ist. Auch während des Livestreams habe ich Tipps bekommen, an dieser Stelle nochmal danke. Denn ich hatte ja den Carsten nicht gefunden, bevor ich groß nach Varan segeln wollte. Denn der Carsten befindet sich, auch wieder ein Tipp vom großen Odyssey-Mod-Team-Macher. Ja, nicht so viel loben hier. Der befindet sich bei der Edda im Hause. Und da wollte ich nochmal all mein Werkzeug abgeben, bevor ich die große Überfahrt mache. So, Edda. Müsste hier sein in dem Gang. Ja, so. So, gibt's denn. So, alles klar? Alles klar. Edda? Die Orks sind besiegt. Endlich sind wir wieder zu Hause. Genau. Und aufgrund, weil Carsten auch rübergegangen ist von Onas Hof und Thekla zu einer weiteren Köchin übergesiedelt. Also, Carsten hat wohl irgendwie. Oh, ja. Entschuldigung. Blues Kerlchen. Ich darf ja nicht in Eddas Kajüte rein, Kajüte-Hütte. So, Carsten, dann hey, spreche ich dich mal an. Und dann werden wir ihm alles geben. 50 Nägel geben oder die Quest beenden. Was kriege ich denn eigentlich? Ja, ich würde lieber vorsichtshalber nochmal speichern. Yep. Hey. Also, ich bin nicht sicher. Brecheisen, gut, okay. Sägehammer, Spitzhacke. Kann ich ihm alles geben? Bei den Nägeln bin ich mir nicht sicher. Nachher brauche ich die für irgendeine Quest, um was zu bauen. Lass ich erstmal Carsten Brecheisen geben. Sieh mal, was ich hier habe. Ein Brecheisen? Wo hast du das denn gefunden? Auf deiner Baustelle. Na sowas. Wie kommt das denn dorthin? Aber egal, ich gebe dir 100 Goldstücke für das Brecheisen. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Das finde ich immer sehr fair. 100 Goldstücke für ein Brecheisen. Sieh mal, was ich hier habe. Naja, eine Säge hätte ich auch woanders bekommen. Aber na gut. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Viel Gold gibt es aber nicht dafür. Wie viel denn? Habe ich jetzt nicht gesehen. Amme. Sieh mal, was ich hier habe. Hämmer bekomme ich bei jeder Schmiede. Aber von mir aus. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Viel Gold gibt es aber nicht dafür. Spitzhacke kann er wahrscheinlich auch überall besorgen. Sieh mal, was ich hier habe. Eine Spitzhacke. Oh. Die sind rar geworden und viel wert. In Ordnung. Ich gebe dir 300 Goldstücke. Sieh mal, was ich hier habe. Eine Hacke? Ist ja mehr was für einen Bauern. Aber na schön. Viel Gold gibt es aber nicht dafür. Hauptsache, ich bin das schwere Glump los. Sieh mal, was ich hier habe. Was soll ich denn mit einer Sichel? Andererseits... na schön. Viel Gold gibt es aber nicht dafür. Sieh mal, was ich hier habe. Ein Dietrich? Na gut, warum nicht? Ist auch ein Werkzeug. Ja. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Viel Gold gibt es aber nicht dafür. Okay, jetzt weiß ich auch, welche Sachen richtig wertvoll für ihn sind. Na, Holzfäller-Axt, mal gucken. Sieh mal, was ich hier habe. Eine Holzfäller-Axt. Die Spaltaxt ist zwar besser, aber na gut. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Viel Gold kann ich dir aber nicht...
Nicht geben, okay. Dann eine Zange geben. Mal gucken. Schmieder. Sieh mal, was ich hier habe. Werkzeug. Eine Zange? Sehr gut. Immer her damit. Werkzeug kann man immer gut gebrauchen. Viel Gold gibt es aber nicht dafür. Jep, okay. Jetzt habe ich jetzt fast alles verkauft. Jetzt gucke ich mir mal hier im Logbuch. Ich habe Säge 300 Goldstücke bekommen. Gut, okay, hier ist nochmal aufgeführt, das, was ich ihm sozusagen gebracht habe. Ja, Hey, du! Mit den Nägeln weiß ich jetzt nicht. Carsten, 50 Nägel geben. Ich speichere lieber nochmal. Vielleicht gibt es da Special Geld für. Ich habe keine Ahnung. Hey! Sup, mal gucken. 50 Nägel? Sieh mal, was ich hier habe. 50 Nägel? Na gut, warum nicht? Ich gebe dir etwas Gold dafür. Etwas. Etwas. Okay. Wie viel hat er mir denn gegeben? Oh, da ist ganz schön was zusammengekommen. Ich hatte zuerst irgendwas von 10.000 noch was gehabt. Gut. Ach. Lassen wir die Nägel sein. Carsten ist jetzt glücklich. Kann hey, man du. Mit ihm kann man aber leider nichts mehr sagen. Achso, genug gesucht, Quest beenden, alles klar. Ich denke, dass ich genug Werkzeug für dich gesammelt habe. Ja, das hast du. Danke nochmal für deine Hilfe. Hier hast du noch eine kleine Extra-Belohnung. Na, das ist doch schön. Okidoki. Erfüllte Mission. Genau. Ich suche keine Werkzeuge mehr für ihn. Dafür haben wir alles abgegeben. Das ist auch gut so. Speichern wir nochmal. So, jetzt will ich mal eine Aussage, die ich im Livestream bekommen habe, doch nochmal überprüfen. Und zwar... Schauen wir mal. So, wir warten nämlich auf die Aussage vom Herold. Er muss ja irgendwas sagen. Gleich. Guck mal, wie spät wir es haben. 13.09 Uhr, das ist Mittag. Gut, warten wir mal, bis er was sagt. Sobald er den Mund aufmacht, werde ich mich wieder einschalten. Hört ihr Bewohner von Corinnes. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Andres ergeht folgender Erlass. Ja. Also, Alan hat behauptet, dass... Nee, das war ein Gag. Das war ja ein Gag. Das war ja, glaube ich, ein Gag war das, ne? Gut, okay, aber ich habe ihn trotzdem gefragt, so von wegen, ob geplant ist, dass der Herold noch mal kapitelbedingt oder situationsbedingt noch irgendwelche Erweiterungen spricht. Das war so eine Anregung von mir. Gut, okidoki. Haben wir noch irgendwas, was wir hier in Corinnes erledigen können? Mir fällt auf Anhieb nichts ein. Ich habe ja hier der verbogene Tempel. Wie verbogen? Verborgen natürlich. Die Himmelscheibe auf Ravens Spur. Fingers. Raven haben, welches sich in den oberen Räumen in Miedental befindet. Fingers. Angeblich aus sentimentalen Gründen. Ja, da war doch was. Ich habe ja die Truhe von Raven ja geknackt. Ist da ein Tagebuch dabei? Ich muss mal nachgucken. Nein, ich habe Ravens Tagebuch noch nicht, weil ich noch nicht in der Minentalburg war. Aber mir ist aufgefallen, ich habe ja noch hier ein bisschen Silber und ein bisschen Gold. Zeit, das zu vergolden. Da haben wir ja noch zwei Special People, die das ja machen für mich. Hört ihr Bewohner von Corinnes auf ausdrückliche... Oh, das war ein Weitsprung. Ja, Minentalburg. Jetzt bin ich am überlegen, wo war die denn nochmal? Sim. So, du warst ja für Silber. Fingers. Ja, Fingers. Alte Goldteller und Goldkelche verkaufen. Habe ich ja. Komm wieder, wenn du goldene Teller oder Kelche hast. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Habe ich jetzt irgendwas? Kerzenständer und goldene Schalen. Ach ja, okay, da. Dann brauche ich ja den anderen hier auch nicht fragen. Den Halvor. Ich dachte immer, alles was Gold ist. Naja, gut, okay. Minentalburg. Ja, dann auf Richtung Minental. Das war ja hinterm Pass.
da war ich ja schon mal. Und bin aber nicht weitergekommen. Da hieß es so von wegen, da sollte ich besser nicht rein. Mal gucken, ob sich das geändert hat, liebe Freunde. Genau, richtig. Aber da geht es ja schon genau zum Gefangenenlager. Gefängniskolonie. Oh, hier. Die pure Bassgitarre hier. Ganz einfach nur ein Ton und die Saite nicht irgendwie verzerrt oder verstärkt, einfach nur mal so. Ich glaube, mit dem weichen Plektrum. Also ich mag ja Musik unheimlich und spiele auch ein paar Instrumente. So, schauen wir mal, wo wir weiterkommen. Ihr Mana-Extraktchen. Achtung. Da ist es. Aber da sind auch Suchende. Ich soll jetzt nicht ins Minental gehen, heißt es hier. Also, Finger weg vom Tor. Die schießen bestimmt auch wieder durch die Tore. Wa? Oh, hier liegt noch was. Ring der Eisenhaut. Sehr schön. Also wieder so Sachen, die ich wohl übersehen habe. Vielleicht habe ich hier noch mehr übersehen. Oh. Ihn hier zum Beispiel. Aha. Oh. Orksche Armbrust. Ja, ja. Jep. Ja, ich glaube, das war jetzt erstmal das. Da komme ich also nicht rein und ich guck mal, was es hier oben drüber gibt. Da gibt es ja was. Ich bin Gespacherhand. Wie wir das hinkriegen. Ach, zur Information. Ich habe nochmal den El-Hiva-Patch drüber geballert. Weil sicher ist sicher. Wegen irgendwelcher fehlenden oder Texturfehler. Wegen damals in dem Tempel da. Mit den Säulen. Da so komische Geschichten passierten. Gut, habe alles nochmal kontrolliert, ob alles noch an Ort und Stelle oder... Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ach ja? Habe ich auch was vergessen? Aber ich habe doch keine Dietriche verkauft. Moment, Leute, jetzt kommt was Neues. Okay, das ist richtig. Okay. Brauche ich es nicht aufschreiben. Was haben wir denn hier? Ein Dolch. Super. Dann brauche ich auch nicht mal auf Pause drücken. Um mir dann mein Zettel und mein Kuli zu holen. Ja, das sind so kleine Helferleins. Die sind ganz gut. Wieso war ich denn hier noch nicht? Sachen gibt's. Da war ich mal wieder viel zu oberflächlich. Ja, und was haben wir hier? Hier kommen wir ja wieder runter. So. Auf wie geht das hier rüber? Ich weiß nicht. But, ja, da bin ich ja durchgekommen. Da waren ja so Minecrawler und sowas. Also. Und sicherheitshalber an der Stelle mal abspeichern. Auf wie geht's weiter? Mal gucken, ist was Neues da. Da stehen drei dunkle Gestalten. Mächtige Suchende. Drei mächtige Suchende. Was heißt das? Drei Mächtige. Noch mächtiger? Das liegt mir aber sehr mächtig im Magen. Muss mich mal eben kurz umziehen. Also wenn das mächtige Suchende sind, dann würde ich mal sagen, dass ich keine Chance habe. Die einfach mal so... Ne? Ja, dann gehen wir mal auf Migi Magi. Ah ja, das brauche ich. Weil wenn ich drei... Stück habe. Magie, was nehmen wir denn mal? Sicherheitshalber mal die Eiswelle, weil das ja wieder so eine Gruppe ist. Okay. Jetzt hole ich mir die erstmal hervor. Also hier ums Eck. Genau. Richtig. Also dann werden natürlich auch ihre Feuerstrahlwaffen natürlich viel zu stark für mich sein. Okay, die sind jetzt schon mal vor dem Eingang weg. Dann probiere ich mal was aus. Und zwar Rico. Erstmal hier so ein
dann gucke ich mal ganz schnell, ob ich hier reinkomme. Komme rein. Okay. Aha, jetzt stehe ich hier wieder im Wasser. Also ich war ja hier schon mal vor langer, langer, langer Zeit. Und da kann ich mich erinnern, dass das hier alles trocken war. Aber ich habe nochmal recherchiert. Das liegt auch daran, dass ich noch mit einem anderen Renderer gearbeitet habe. Also mit dem 17.6er. Und zwar war das jetzt der... das war, glaube ich, einer von Bonne oder Degenerated. So, hier weiß ich, habe ich noch alles nachgeguckt. Aber warum waren jetzt hier noch mächtige Suchende? Gibt es hier denn hier wieder was Neues? Wurde hier wieder was Neues generiert, gespawnt? Wir wissen es nicht. Naja, und dann habe ich den neuen drauf gemacht. Also den neuen alten, besser gesagt. Den inoffiziellen. Ja gut, okay, weil der eigentlich... Leute, naja. Schade. Ja, die Renderer sind jahrelang in der Experimentierphase. Ach, übrigens, stopp mal. Okay, das war jetzt die erste Flötsgeschichte hier. Goldklumpen, habe ich die denn eigentlich gehackt? Okay, den habe ich gehackt. Was gibt's denn hier noch? Hier gibt's ja noch was. Schwefel zum Beispiel. Ja, und Musik gibt's hier auch nicht. So, komme ich hier rein? Nee, leider nicht. So, mal ein bisschen alles absuchen hier. Okay, ah, hier ist noch einer. Auch nicht mehr. Hier waren nämlich ganz viele Crawlertjes. Schwarzer Erzklumpen. Okay, auch nicht mehr. Geh mal weg hier. Nein! Okay, gut. Ja, richtig, das war ja von da oben. Und hier gab es doch so Dämonen-Heinis. Okay, ich werde mal so weit weitermachen. Weil ich bin der Meinung, ich bin hier noch nicht überall gekommen. Ich melde mich wieder. So, und auch hier gibt es noch einen Weg zum Minental. Doch, der wird mir leider verwehrt. Schade. Gut, okay. Dann gehen wir mal weiter und gucken, ob ich noch was vergessen habe. Aha. Diese Truhe hatte ich noch nicht geöffnet gehabt. Okay. Und dieses Goldklumpenpaar habe ich auch noch nicht gehackt. So, das war's. Für den. Ah, und da ist noch was. Hier war ich noch nicht weiter. Und da ist noch ein Schwertje. Rostiger zwei Hände. Gucken, hatte ich den denn schon? Okay. Da springen wir mal. So. Auch da ist zu Ende. Waschechter Buddler ich bin jetzt. Schön. Dann speichern wir mal. Gut. Dann haben wir mal besessener Minecrawler. Wie besessen bist du denn? Nee, das ist doof. Der ist mir zu zabbelig hier. Naja, gut, okay. Okay, alles gut. Hier liegt zwar ein Pfeil, aber das waren die von eben. Hier runter. Geht das hier irgendwo runter? Gucken. Nein. Da ist nichts mehr. Ich glaube, ich kann hier wieder raus. Moment, ich glaube, da komme ich wieder aus dem Wasserteich da wieder hoch. War ich der Meinung. Und deswegen lasse ich das mal bleiben. Okay, dich habe ich schon? Fragezeichen? Nee, auch noch nicht. Also hier den Radbereich habe ich damals vergessen. Ja, das war's. Also sehr ergiebig waren die drei noch. Fast bei jedem Hacken mindestens 1 bis 3 Goldklumpen. Ja, dann werde ich hier wieder rausgehen und bin ich gespannt, wie mich dann da die mächtigen Suchenden dann erwarten. Und wo sie dann wieder stehen. Die werden natürlich da wieder stehen, wo sie stehen. Ja, okay. Speichere ich mal ab.
Und dann gucken wir mal, wie der Übergang sein wird. Die dramatische Bassseite erklingt wieder. Oh Gott. Stehen da bestimmt Spalier. Was mache ich dann? Los, mach hin. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Mist. Schnell. Ja, er muss ja wieder. Er muss ja wieder rennen, dann. Deswegen verzögert sich das. Okay, dann werden wir uns mal brennend hier rüber beamen. Okay, damit hier keiner Verdacht schöpft. Herr Jemine. Ja, stopp. Rüstung hier. Und ein bisschen was trinken dann auch. Oder was essen. Hier, ja, gut, okay. Ich werde mich mal frisch machen, indem ich was trinke, was soll's. Ja, gut. Speichern. Ja, da bleibt mir also nichts Übriges, als mal wieder nach Varan zu segeln, liebe Freunde. Kann ich bei dir noch was lernen? Ich will... Stärke und Geschicklichkeit. Oh, sehr teuer. Dann bei Hawk. Bolzen herstellen, Schmieden von magischen Erzwaffen. Wie sieht's mit Zubehör aus? Warte mal, erstmal gucken, wie viele Lernpunkte ich habe. Ich habe ja lange keine Lernpunkte mehr investiert. Hier haben wir 46 Lernpunkte. Stärke, Geschick. Apropos Geschick, habe ich denn was getrunken? Hier, da. Da ist ja noch was über. Elixier des Geistes. Mana plus 5. Ansonsten noch Bonusflaschen? Nein. Dann gucken wir mal, wie er dann hier. Was kann ich denn noch hier aufwerten? Obwohl, Schmieden ist nicht so mein Ding. Schwere Schlachtklinge, Erz, Zweihänder. Erz, Bastard, Schwert, Langschwert. Nee, ich glaube, das lasse ich mal hier sein. Okidoki. Arbeit. Okay. Soll ich Schildparade machen? 3 Lernpunkte. Kann ich keine Kombos mehr machen, glaube ich. Okay. Bring mir bei, wie ich mit einem Schild pariere. Wenn du willst, können wir sofort mit dem Training anfangen. Starke Schildparade. Okay. Erstmal probiere ich mal das Normale aus. Weiß, ist ein bisschen dunkel hier. So, wo habe ich denn hier ein Schild? Ja, hier habe ich zum Beispiel ein Schild. Ein beschädigter Runenschild. Ach, mit dem muss ich erstmal die starke Schildparade machen. So, dann ist aber jetzt meine Armbrust, mein Kriegsbogen weg. Hm. 43 Lernpunkte, starke Schildparade. Gucken wir mal, wo das ist. 7. Punkt, rechte Spalte, Stufe 1. Dann investiere ich auch noch ein paar Lernpunkte. Bring mir die starke Schildparade bei. Wenn du willst, können wir sofort mit dem Training anfangen. Hab ich jetzt? Schildparade gelernt heißt es jetzt. Okay. Dann, ja, jetzt ist es. Jetzt ist er auch dran. Die Armbrust ist auch dran. Okay, 2 ist die Armbrust. So. Und ich muss ja noch eine Waffe anlegen. Was ist jetzt passiert? Was war denn das jetzt eben? Okay, das ist die 1. Und jetzt gucken wir mal. Ja! Das ist cool. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich Kombos machen kann. Oh! Was hast denn du da für lustige Drehungen drauf? Ich glaube, das wird in den nächsten Folgen interessant werden.
Ja, okay, ich war nämlich der Meinung, ich könnte keine Kombos mitmachen, wie in Gothic 1, also in der Definitive Edition. Ja, nicht lang labern, einfach mal wieder zurück. Der arme Kerl kann einem leid tun. Hey du! Segeln. Kehren wir zurück an Bord. Oh, das muss noch verbessert werden. Es geht sofort los! Hi, da wären wir wieder auf der guten alten Albatros. Aha, okay. Jetzt hat er die Fackel. Das ist ja ulkig. Jetzt hat er die Fackel irgendwie. Na gut, okay. Irgendwie in Brusthöhe. Ja, dann machen wir Folgendes. Wir werden mal sicherheitshalber. Aua! Eine Runde schlafen. So. Fackel ist eingesteckt worden. Sehr gut. Jo. So. Unterdeck ist offen. Ja, hahaha. Dann Warant. Da habe ich nämlich noch ein paar Dinge zu erledigen. Was ist mit dir hier? Volker bewacht wieder was. Wenn du dich in irgendeinem Hafen mit irgendwelchem Gesindel herumprügelst, ist das deine Sache. Aber wenn du hier auf dem Schiff deine Kameraden angreifst, muss ich dich zur Rechenschaft ziehen. Warum? Wenn ich dir das durchgehen lasse, macht hier bald jeder, was er will. Also wirst du eine angemessene Strafe zahlen und die Sache ist wieder vergessen. Wie viel? Hä? Erklärung? Nur weil ich auf dem Boot mal ein bisschen... Nee, auf dem Boot habe ich ja gar nicht... Ich habe auf der Varan-Insel... Das muss mir jemand erklären. Ich habe doch mal auf der Varan-Insel geprüft, wie ich mit dem Schild umgehe. Ich will die Strafe zahlen. Gut, ich werde dafür sorgen, dass es jeder erfährt. Damit wäre dein Ruf einigermaßen wiederhergestellt. Einigermaßen. Das ist ja eine... Das ist ja ein Ding. Das ist ja eine Waffe... Quatsch, die Fackel habe ich wieder eingesteckt. Ey, das ist ja ein Ding. Ja, wohin können wir natürlich segeln? Wir müssen wieder nach Varant. Wohin können wir jetzt segeln? Himmelscheibe. Stimme den Kurs selbst. Und noch zu unserem Seher, meine ich. Nee, Quatsch, zu dem Magier. Segeln wir zu der Südwestküste von Varant. Gut, wir werden sofort lossegeln. Ich muss ja noch eine alte Sprache lernen. Als da wären wir wieder an der Küste vor Varant. Gut, mal gucken. Gernot. Hey. Ich kann doch bestimmt ihn schon bestehlen. 230 Erfahrung, aber was habe ich gekriegt? Ich habe nichts gekriegt. Nö. Okay. Gucke ich, ob ich der anderen Paladine schon geklaut habe. Volker zum Beispiel. Gibt es auch nur Erfahrung? Gibt es noch einen? Da hinten ihn hier. Hey du! Konrad. Okay. Den haben wir auch gestohlen. Hey du! Beowulf. Das hätte ich dir vorgesagt. Schön, das macht Spaß, das macht Laune. So, nicht weggehen. Warte mal. Lass uns mit dem Training beginnen. Wenn man Taschendiebstahl trainieren. So. Dann haben wir ihn noch hier. Ja, Schiffswache, hey, ich glaube, den kann ich nicht bestehlen. Der heißt ja nur Schiffswache. Okay, dann gehen wir rüber. Dann segeln wir mal rüber nach Varant. Ne? Er stuckelt da hoch. Baldwin, bitte sagen wir mal, was ich jetzt. Ich segle jetzt wieder zurück nach Varant. Genau, richtig. Gut, Innos möge dich beschützen. Herzlichen Dank. Nicht schon wieder kleben bleiben. Okay. Gut, hallo Ernstchen, bist du auch wieder da?
Er ist ja ziemlich treuherzig. Okay, den habe ich jetzt auch bestohlen. Ja, wie kann ich denn bloß so sein? Ja, dann gehen wir mal gucken. Was haben wir denn hier noch im... Genau, richtig. Der verborgene Tempel. Nach Varant. Hier muss ich für eine Sprache lernen, da Amenophis das nicht kann. Also muss ich zu dem Mercurius hin, damit ich die Sprache lerne. Und dann werden wir weitersehen, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich grüße euch nochmal hier alle herzlich. Habt einen schönen Tag und ja, tschüss.